Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich habe nur wenige Worte, und zwar habe ich den YouTuber Mr. Wissen2Go, der an die Schule, an der unter anderem auch ich unterrichte, kommt, ein wenig zu seinen Videos befragt. Er hat eine halbe Million Abonnenten. Seine Videos wurden bislang über 40 Millionen Mal angeschaut. Es geht um Geschichte, Zeitgeschehen und vieles mehr. Wie gesagt, und er wird bei uns vorbeikommen und sich den Fragen der Zuschauer stellen. Ich hoffe, wir können ihm eine volle Aula bieten. Hier sind ein paar Fragen, die ich ihm vorab gestellt habe. Viel Spaß. Tja, lieber, also Herr Drotschmann, beziehungsweise Mirko oder Wissen2Go, wie kann ich dich nennen? Erstmal schön, dass du da bist. Ja, am liebsten Mirko, alles andere. Mirko, alles klar. Ich meine, die Frage, die wirst du schon häufig gehört haben, aber wie kam es eigentlich zu diesem Mr. Wissen2Go? Ist das was dich jetzt verfolgt, wo du sagst, oh, boah, bitte nicht mehr, oder wie kam es dazu? Ja, also als ich meinen Kanal gestartet habe, hatte ich so die Idee, ihn Wissen2Go zu nennen, weil ich das ganz cool fand, so Wissen zum Mitnehmen passt ja so zu kompakten Videos, und die Idee war auch so ein bisschen, dass man sich das vielleicht dann als MP3 runterlädt und dann auf dem Weg zur Schule oder so sich anhört oder zur Uni. Nur blöderweise war Wissen2Go schon vergeben als YouTube-Name, und dann wurde mir von YouTube Mr. Wissen2Go vorgeschlagen. Fand ich zwar jetzt nicht so toll, aber es war die einzige Alternative. Okay. Dann habe ich das halt genommen, und seitdem heiße ich da Mr. Wissen2Go, aber es ist jetzt nicht ein Name, mit dem ich mich auch auf der Straße ansprechen lasse. Das wäre ein bisschen komisch. Okay, also, okay. Ja, man braucht ja da irgendwie ein Pseudonym. Und ja, ich meine, du kommst ja am 13. Januar an die Schule, ans Windeck-Gymnasium in Bühl. Also wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, aber jetzt zumindest mal die Frage, weil du es gerade gesagt hast. Das heißt, dir war schon klar, du wolltest den Leuten irgendwie Informationen zukommen lassen. Also du hast wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass das so groß wird, nehme ich mal an, oder? Ja, klar. Also ich meine, die meisten sagen ja immer, wenn sie darauf gefragt werden, ob sie gedacht haben, dass sie so viele Abonnenten bekommen, nee, hätte ich niemals mit gerechnet. Man kokettiert ja immer so ein bisschen damit, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Also ich hatte so gehofft, mal so 10.000 Abonnenten zu haben. Das hätte ich ziemlich cool gefunden. Aber dass es dann doch mehr wurden, das hat mich wirklich gefreut, als ich angefangen habe. Und losgelegt habe ich mit Nachhilfevideos in Geschichte. Ich denke mal, das ist auch die Ecke, aus der mich dann die meisten kennen, die meine Videos kennen. Die sind inzwischen auch ziemlich alt, die Geschichtsvideos. Da bin ich noch ein bisschen jünger, und die Videos sind auch ziemlich schlecht gedreht, aber ja, ich glaube, man muss sie sich ab und zu immer noch angucken, wenn man halt irgendwie in der Schule dann den Ersten Weltkrieg durchnimmt, und dann stoßen dann drauf. Aber ja. Inzwischen mache ich auch ein bisschen andere Videos thematisch, aber so hat es angefangen, und ja, ich dachte, so ein paar Schüler könnten das vielleicht gebrauchen, aber das ist jetzt 450.000 sind, hätte ich nicht gedacht. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine halbe Million. Ich fand es ganz interessant, dass du im Impressum auch schon schreibst, bitte stellt mir keine Anfragen mehr. Ja, ich meine, mit so einem kleinen Blog weiß ich ja zumindest schon, dass irgendwie da Kommentare kommen, so nach dem Motto, können Sie mir bitte die Hausaufgaben machen. Wie viele Anfragen sind das bei dir? Also das war wirklich in den Hochzeiten, waren es so 50 Mails am Tag, immer so zur Abi-Zeit. Das ging dann meistens so im März, April los, bis Mitte Juli, wenn dann die mündliche Prüfung bei den meisten dann angestanden hat. Aber seitdem ich das ins Impressum geschrieben habe, kommt wirklich viel, viel weniger. Also, okay. Früher war das tatsächlich auch von Uni-Leuten, von Leuten, die irgendwie studieren, die mir dann geschrieben haben, kannst du mir mal die Einleitung für meine Hausarbeit schreiben oder die Gliederung, oder einer hat tatsächlich sogar geschrieben, ob ich ihr die Hausarbeit schreiben kann, so würde mir das auch bezahlen. Also, okay. Absurde Sachen, die da kamen. Aber das ist jetzt wirklich stark zurückgegangen, seitdem ich das in den Pressen gesehen habe. Manche versuchen es immer noch über einen Trick. Die schreiben dann, ach, ich interessiere mich privat so sehr für die deutsche Revolution 48, 49. Und mich hat schon immer die Frage interessiert, warum sie eigentlich gescheitert ist. Könntest du mir das vielleicht mal erklären? Und ist ganz klar, das ist natürlich eine Hausaufgabe. Ja, klar. Ja, klar. Aber ja, das finde ich immer ganz nett. Und dann versuche ich in so einem Fall tatsächlich auch drauf zu antworten. Ja, also jetzt sozusagen deine Besuche in Schulen und so weiter, die sind ja jetzt weniger inhaltlich, also ich hoffe zumindest, dass dann nicht alle meine Schüler zu dir rennen und sagen, hier, bitte erklär mir das mal, der Blume kriegt das nicht auf die Kette, sondern das hat ja eher mit dir als YouTuber auch zu tun, der ja jetzt, wie du gesagt hast, ganz verschiedene Themen hat. Hast du so ein Lieblingsthema? Also ich habe gesehen, du machst natürlich, also es gibt wenig, was du zeitgeschichtlich, beziehungsweise auch was die Gegenwart und Politik angeht, nicht machst. Ja? Also es ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Wo bist du dabei, dass du so sagst, boah, das ist echt meins, das ist mein Thema? Oder? Also
Ich bin generell ein großer Geschichtsfan und zwar mache ich jetzt auf meinem Kanal kaum noch Geschichtsthemen, die mache ich auf einem anderen Kanal inzwischen. Aber ich interessiere mich da immer noch extrem für und wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, ein aktuelles Thema mit der Geschichte zu verbinden, das ist dann perfekt für mich. Also zum Beispiel, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht und man dann irgendwie nochmal erklären kann, was eigentlich die Ukraine war, dass sie lange eben mit Russland eng verbunden war, über die Sowjetunion und auch davor. Und wenn man das dann so ein bisschen geschichtlich herleiten kann, finde ich immer super. Also es ist nicht ein bestimmtes Thema, sondern einfach halt ein Gebiet. Und auch, ich meine, ich habe Geschichte studiert und da kann man, also viele, die was studiert haben, finden es danach total schrecklich, aber ich finde es auch nach dem Studium immer noch toll und bin immer noch ein Geschichtsfan. Echt? Ist das so? Also bei mir ist so, ich finde die Fächer super, die Korrektur ist eher so ein bisschen die Problematik. Und da wären wir nämlich direkt auch dabei. Warum denn jetzt eigentlich, warum bist du kein Lehrer geworden? Oder hältst du das vielleicht noch offen? Ja, da sagst du was Richtiges. Also Korrektur, da habe ich ja das Glück, ich muss nichts korrigieren. Deswegen bin ich da schon mal raus. Lehrer, ja, das war schon so eine Option für mich. Ich hatte es überlegt, Lehrer zu werden und wollte aber eigentlich immer Journalist werden und habe mir dann so gedacht, wenn es mit dem Journalismus nichts wird, dann werde ich Lehrer. Und das habe ich auch in meiner mündlichen Abi-Prüfung so gesagt und das fanden die dann nicht so toll, weil natürlich alle Lehrer waren, aber mit dem Journalismus hat es ganz gut geklappt. Also ich bin arbeite inzwischen beim ZDF und bin für die ARD unterwegs und mir macht das viel Spaß. Und auch das, was ich bei YouTube mache, würde ich jetzt als Journalismus bezeichnen. Und wenn es aber irgendwann mal nichts mehr sein sollte, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, so in Richtung Lehrer zu gehen. Also worauf ich große Lust hätte, wäre so einmal in der Woche oder beziehungsweise zweimal in der Woche eine Oberstufenklasse in Geschichte zu unterrichten. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Aber so Vollzeitlehrer. Dafür bin ich einfach zu gerne Journalist und zu gerne Ja. unterwegs, als dass ich das Das macht bräuchte. übrigens in der Tat Spaß mit Kursstufen. Hier auch mal schöne Grüße, ja, an meine Kursstufe. Nicht vergessen zu lesen, Leute, ne? Also ja, das hört sich gut an. Ich meine, mir kommt es irgendwie ein bisschen bekannt vor. Das war damals, in den 90ern hieß das, glaube ich, noch so, ich weiß noch nicht, was ich werden will, aber irgendwas mit Medien, das hast du ja Genau. sozusagen komplett dann geschafft. Ja, erstmal vielen Dank. Die letzte Frage noch, die mit Sicherheit einige Schüler auch stellen werden. Gibt es die Möglichkeit, ein Selfie mit dir zu machen oder vielleicht eine Autogrammkarte oder so? Oder bist du da eher so, dass du sagst, Leute, lieber nicht? Nee, das ist natürlich überhaupt kein Problem. Also, ich weiß, dass die meisten Leute meine Videos gucken wegen der Themen und nicht wegen mir, aber wenn man doch gerne mit mir ein Foto machen will, ist überhaupt kein Problem. Und Autogrammkarten, die habe ich auch. Hab die immer dabei und finde es immer seltsam, jemandem eine Autogrammkarte zu geben, weil ich von mir selber nie eine Autogrammkarte holen würde. Aber ich habe die dabei und das mache ich natürlich sehr gerne und freue mich auch drauf. Sehr schön. Ich wünschte, ich hätte auch mal eine Autogrammkarte dabei. Meine Autogramme sehen die Schüler leider immer nur unter den Unter den Noten. Nicht Klausuren. ganz so schön, nicht ganz so schön. Gut, dann vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Wir sehen uns am 13. Januar um 14 Uhr, glaube ich. Ja, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ich weiß nicht, ob ich dir eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen kann. Ja, So besinnlich kannst ist du das ja dir auch. meistens nicht. Aber ja, zumindest eine schöne Weihnachtszeit. Danke dir auch. Trotz der Klausuren und Korrekturen. Alles klar, danke. Ciao. Ciao. Wer jetzt auch findet, dass der Mirko ein ganz sympathischer Typ ist und Lust hat, ihm zuzuhören, wie er über YouTube, respektvollen Umgang im Netz, Kommentarkultur, Analytics und vieles mehr redet, kann auf der Homepage eine Karte besorgen, die man dann auch ausdrucken kann. Es sind 400 Plätze da. Das hört sich viel an, kann aber auch schnell weggehen. Deshalb zugreifen. Wenn ihr noch Fragen habt, und zwar ernst gemeinte, könnt ihr die natürlich gerne auch noch in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich auf den 13. Januar, freue mich auf euch und natürlich auf den Herrn Drotschmann. Also bis dann und bis bald. Thank you.